Herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted Wake's Schicksal. Wir sind hier im Dschungel. Ja, das könnte wohl sein. Und hier ist ein Weg. Bin mal hier gespannt, wie es da weitergeht. Das sieht doch gut aus. Wir sind hier im Tempel. Das wohl gebaut, Inka? Nein, das ist noch älter. 2000 Jahre älter. Und hier war anscheinend schon lang keiner mehr. Überall so grün und verwest. Und hier ist ein gleicher Weg. Und hier können wir gleich hochgehen. Okay, jetzt hier rüber. Sally kommt also nicht mit. Und jetzt hier rüber! Sehr schön. Und nochmal rüber. Was gefunden? Bis jetzt nicht. So schnell können wir auch noch nicht suchen. Oh, wow. Da oben. Boah, nicht, dass es gleich runterkracht. Hey, irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht. Hört sich hohl an. Klingt hohl. Wir müssen das irgendwie einschlagen. Da oben liegt ein Stein, ein riesengroßer. Vielleicht können wir den irgendwie runtertragen. Ja, gesagt, runterschmeißen. Wo? Boah, das war aber knapp. Und hier rüber. Bis jetzt sehe ich ja noch keinen Schatz. Wir müssen uns hier rüber hangeln. Und weiter rüber. Das haben wir ja gleich geschafft. Okay, jetzt hier rüber. Und jetzt hier rüber. Sehr schön, jetzt sind wir auch hier drüben. Und jetzt den Stein runterwerfen. Und runter. Gut gemacht, Kleiner. Und da unten ist jetzt ein Loch. Können wir hier runter auch? Aber ich möchte es lieber nicht ausprobieren. Ich nehme den anderen Weg wieder. Da schaffen wir es doch. Sehr schön. Jetzt können wir hier schön runter. Mal schauen, was da unten noch sonst verbirgt. Aber ich habe keine dabei. Wow. Fledermäuse. Man sieht hier ja fast gar nichts, trotz der Taschenlampe. Oh. Was für ein nettes Fleckchen Erde. Du hast was anderes erwartet, hm? Ja, wo ist das scheiß Gold? Das Ding ist schon vor langer Zeit geplündert worden. Dieser verdammte Pirat! Nein, das war sicher nicht Drake. Schau dir das mal an. Die Spanier sind ihm wohl zuvorgekommen. Was ist los, Sully? Nate, mir geht es nicht um irgendwelche Eimer. Ich steck bis zum Hals in Schulden. Ich hab mir hier wirklich was erhofft. Zu viele Lokalrunden in Lima, hä? Huh? Das und... ja, ein paar Geschäfte mit den falschen Leuten. Solltest du nicht deine Finger von den bösen Jungs lassen? Und von den bösen Mädels? Ach, und was ist mit dir? Was soll das denn heißen, hä? Die Reporterin. Hab gesehen, wie du sie anhimmelst. Elena? Blödsinn. Bei der bin ich unten durch, seitdem wir sie am Dock stehen gelassen haben. In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Und was soll denn da bitte der Unterschied sein? Das, mein Freund, musst du schon selbst rausfinden. Sally hat wohl große Schulden. Da gelassen. Halt ein bisschen zu viel Mist. Können wir hier was noch gebrauchen? Sieht jetzt nicht danach aus. Ist echt tief. Kein Witz, oder? Ich will es gar nicht wissen, wie tief. Wir müssen darüber. Kommen wir jetzt darüber.
Ah, okay. Sieht gut aus. Und schon ist eine Brücke da. Gehen wir mal hier rüber. Und irgendwo müssen ja auch Gegner noch sein. Sally, kommst du in der? Wollt schon näher kommen? Hier ist eine Sackgasse. Oder ist hier ein Weg? Jetzt aber! Hochziehen! Hier, lass mich mal. Okay, lass mal lieber mal Sally. Er wird wohl stärker sein als Nathan Drake. Sie auf. Versuch du, sie von innen zu blockieren. Mit was denn? Ist ja alles dunkel. Ach, hier. Hier steht ja natürlich was rum. Und jetzt in die Mitte. Okay, lass los. Ach, ich beeile mich ja schon. Mach schnell, Sally. Das war mir etwas zu knapp. Hoffentlich gibt's hier eine Hintertür, was? Moment. Das war echt ein bisschen zu knapp. Ich glaube, das kenne ich aus Drakes Tagebuch. Ist hier ein Weg, weil lauter solche Hölzer sind. Aber wir können in ein Tagebuch schauen. Machen wir natürlich mal. Das Ding scheint eine Art Lampe oder Leuchter zu sein. Versuch mal, es anzuzünden. Gematzt, und jetzt nutzt sie uns. Wo ist Sally? Ach, da. Jetzt brennt hier alles. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall hier die Bude abfackeln und aufs Licht drauf schießen, aber wo? Tipp möchte ich eigentlich nicht. Ah, hier oben brennt was. Und da kommt die Glut runter. Und es verbrennt. Dann gehen wir mal hier weiter. Okay, wir müssen rüberklettern. Dann machen wir das mal. Nate, das konnte ich vor 30 Jahren vielleicht. Wow. Müssen uns ein bisschen beeilen, weil es sind nicht alle noch gut erhalten. Wie machen wir es jetzt mit Sally, ist die Frage. Wow. Oh, beeil dich. Und jetzt hier rüber und jetzt hier die Stange runter. Sehr gut, das haben wir geschafft. Und Sally muss jetzt irgendwie auch runterkommen. Aber wie? Vielleicht damit? Wow. Und jetzt kommt da Sally bequem runter. Da hätte man wahrscheinlich auch von unten schießen können. Boah, das wollte ich jetzt nicht. Los, weiter geht's. Ah, da hinten. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Und das nächste wird jetzt auch noch angezündet. Und da geht die Türe zu. Und da geht sie wieder auf. Hier müssen wir nichts machen. Muss ich sie auch fackeln? Vielleicht sind in der Nähe Gegner. Man weiß es ja nie. Sally will immer wieder in der kommen. Aber manchmal ist er auch im Weg. Da hinten sind sogar Skelette.
Jetzt sind wir in der anderen Seite. Ein Rätsel hier. Gehen wir mal hier runter. Was macht man damit? Halt, die Zeichen kenne ich doch. Da kommen wir natürlich wieder aufs Tagebuch. Zeichentrickbedeutung. 1, 2, 3 und 4. Wir müssen wahrscheinlich nach den Zeichen ordnen.